Trainer, wie wichtig waren diese Punkte am Sonntag gegen Hansa Rostock und aus deiner Sicht, wie verdient waren sie? Ja, sie waren natürlich sehr, sehr wichtig. Es ist ja klar, dass man die drei Punkte zu Hause gerne mitnimmt und gerne da behält. Und meines Erachtens waren sie auch sehr, sehr verdient. Ja, wir haben eine Anfangsphase gebraucht, wo der Gegner zwei Chancen hatte. Ja, da mussten wir gut verteidigen, haben immer noch einen Fuß dazwischen gekriegt. Und dann haben wir zwischen der 30. und 60. Minute den Gegner absolut beherrscht, hatten unglaublich viele Torchancen, haben verdient, auch zwei Tore gemacht. Vor allem das 2-0 in einer sehr, sehr guten und tollen Art und Weise über 7 Stationen mit ganz, ganz viel Direktpassspiel bis zum Tor ein hervorragendes Tor erzielt, ja, was uns natürlich auch sehr, sehr viel Mut gibt, auch für die nächsten Wochen. Und dann hätten wir sicherlich das 3. oder 4. nachlegen müssen. So wurde es am Ende dann mal spannend. Es waren die ersten Tore für Benedikt Hollerbach im Profibereich. Freut man sich da als Trainer für den Jungen, weil es ihm natürlich sicherlich auch noch mal ein bisschen zusätzlichen Auftrieb gibt? Oder ja, wie gehst du da in der Folge mit einem so jungen Spieler um? Ja, er hat jetzt zwei gute Aktionen gehabt, zwei Tore gemacht. Das zweite wurde ihm natürlich sensationell vorgelegt. Ja, das erste war klasse, er hat einen guten ersten Kontakt gehabt und dann den Ball auch gut versenkt. Es ist wichtig für Benne, dass er jetzt mal getroffen hat, dass ein bisschen eine Last von ihm abfällt. Die hat er sich selber auch ein bisschen auferlegt. Aber so ein junger Spieler hat trotzdem schon sehr, sehr viele gute Aktionen gehabt. Ich fand, es war nicht mal sein bestes Spiel gegen Hansa, aber er hat eben die zwei Tore gemacht. Und jetzt hoffen wir mal, dass er beides irgendwann kombinieren kann, ja, dass er die Leistung weiterbringt an der seine Leistung weiter schraubt und trotzdem eben auch vor dem Tor effektiv bleibt. Wie gestaltet sich vor dem Auswärtsspiel am Samstag die Personalsituation? Gibt es neue Ausfälle oder tatsächlich vielleicht schon den einen oder anderen Rückkehrer in Person von Dennis Kempe? Ja, Dennis Kempe hat mittrainiert diese Woche, ist soweit wieder auf dem Damm. Klar, ist noch nicht 100%, das ist auch klar, deswegen müssen wir noch überlegen. Wir haben jetzt eine englische Woche, wir haben 4 Spiele vor der Brust in 10 Tagen. Ja, da muss man natürlich ganz genau schauen, ob man dann im ersten Spiel das große Risiko eingeht schon. Ja, da muss er sich 100% fühlen, da muss er sein Okay geben und da werden wir darauf achten. Alles andere bleibt genauso, wie es war und wie es davor war und wie es zum Spiel gegen Rostock war. MSV Duisburg ist der Gegner am Samstag. Der befindet sich derzeit in für ihn eher unbekannten Drittliga-Tabellengefilden. Welchen Eindruck hast du vom MSV bekommen, gerade jetzt auch vor dem Hintergrund, dass es ja vor kurzem noch einen Trainerwechsel gab mit einem alten, ehemaligen SVW-Bekannten? Ja, ich glaube, dass Duisburg sehr, sehr gefährlich ist. Ja, man hat es gesehen jetzt in Kaiserslautern. Ja, sie haben so ein bisschen auf die Kompaktheit gesetzt, waren sehr, sehr schwer zu bespielen. Lautern hat ganz schwierig Räume gefunden. Sie haben sehr gut kompakt gestanden, haben gute Kontersituationen gehabt, haben gute Ballgewinne erzielt, ja, waren aggressiv in den Duellen und dürfen dieses Spiel niemals aus der Hand geben. Ja, müssen dieses Spiel nach Hause bringen mit 2-0 oder eben mit einem 2-1. Und es war natürlich sehr, sehr ärgerlich, dass sie in den letzten Minuten noch 2 Tore bekommen haben. Ja, das hat sich sicherlich auch getroffen. Aber wir müssen wissen, dass das ein gefährlicher Gegner ist, der sich im Moment auf einem Weg nach oben befindet, ja, von der Art und Weise, wie sie spielen. Und sie hätten sicherlich verdient gehabt, den einen oder anderen Punkt mitzunehmen. Und von daher müssen wir aufpassen und müssen hellwach sein und müssen vor allem es schaffen, die gleiche Leidenschaft und die gleiche Bereitschaft an den Tag zu legen, wie wir es letzte Woche auch geschafft haben. Wie groß ist die Gefahr, dass Mannschaften, die sich eben in den unteren Tabellenhälften, in der unteren Tabellenhälfte befinden, sagen wir mal auch unterschätzt werden, sodass einem es vielleicht so ergeht wie seinerzeit in Unterhaching? Nein, wir haben auch Unterhaching nicht unterschätzt, ja, sondern wir sind einfach aus dem Spiel rausgekommen. Ja. Wir haben gut angefangen und haben dann das Niveau nicht halten können. Ja. Und wir würden in dieser Liga einen Riesenfehler machen, wenn wir irgendjemanden unterschätzen. Ja. Vor allem in der jetzigen Situation und zur jetzigen Zeit. Da kann es immer mal sein, dass man einen schlechten Lauf hatte. Den hatte Duisburg am Anfang des Jahres oder Anfang der Saison. Und die werden sich da rauskämpfen. Die haben eine Mannschaft, die normalerweise in ein ganz anderes Tabellengefilde gehört. Und deswegen müssen wir da höllisch aufpassen und wissen auch, was auf uns zukommt. Sind vorbereitet und werden uns voll auf sowohl den Gegner als auch uns konzentrieren. Dankeschön. Bitteschön.